Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen mit alles 19 und zwar mit Osttechnik. Alles was aus dem Ostblock und so weiter ist, was es für die Konsole gibt. Wir sind auf der PlayStation 4 auf der Karte Colonia 1990 und wir haben Sauwetter. Muss ich sagen. Und ich habe noch ein Problem. Ich habe den Anhänger letztens stehen lassen. Ich habe noch Mais gedroschen. Wir haben dann noch einen Auftrag bekommen, um Mais zu dreschen. Und ja, das haben wir gemacht. Der steht aber leider noch auf dem Feld. Das ist eigentlich nicht so super. So, ich werde den mal noch holen. Oh, was für ein Wetter. So, da kommen die ersten von der Kneipentour zurück am Morgen. Oh, das sieht aber schön aus hier mit dem Licht. Das sind noch schöne alte Straßenlampen hier, die haben noch so gelbes Licht. Das gibt's heute bei den ganzen LED-Zeugs gar nicht mehr. Das ist aber schick. Das gefällt mir. So, die Frösche quaken lustig im Teich. So, ich muss aber... Oh, das gibt eine Katastrophe mit dem... So, ist es hier? Na, hier ist es nicht. Hier sind meine Wiesen. Da hinten steht der Drescher. Oh, und das regnet voll in den Mais rein. Uiuiuiui. Das ist nicht so gut. Heute. Oh, ey, das wird ein richtiges Donnerwetter hier. Boah, hier auch wieder die coolen Straßenlampen. Heute wollten wir eigentlich kalken. Aber so wie es aussieht, fällt die ganze Sache ins Wasser. So, da gibt es auch keine Abdeckung dafür. So, ich muss mal gucken, wo ich eigentlich hin muss. Spinnerei, kann das sein? Muss ich das... Nein. Maiserzeugnis. Oh, das kann ich nicht aussprechen. Whisky. Whisky, ich sag... Ah, das ist trotzdem da hinten. Wo bin ich denn jetzt? Ich könnte hier lang. Und da hinten so rum. Das machen wir. Das hat ja keiner gewusst, damit es irgendwann so ein Wetter gibt hier. So, jetzt habe ich mich sicher schon verfahren. Ich hätte da abbiegen müssen. Oh. So, hier ist schon abgeerntet, hier kann ich drehen. So, vor dem Dorf muss eine Straße reingehen, das ist... Hier, genau.
Ich habe schon wieder irgendwo hätte ich schon wieder abbiegen können und habe das nicht gesehen. Das ist auch komplett dunkel die Karte. So, da werden wir nicht mehr viel für kriegen für den Mais. Der ist jetzt komplett nass. Der wiegt zwar ordentlich, aber das war es dann auch schon. So, ich würde den Rest fast. Haben wir eigentlich noch Mais? Jetzt muss ich gerade mal im Lager gucken. Obwohl, ein bisschen haben wir noch. Das gibt ja auch nicht gerade den besten Preis. Wir nehmen das noch mit. Dann können wir aber sagen, das Ding ist hier mal erledigt. Können wir den Rest noch bei den Schweinen reinschmeißen. So, das wäre eigentlich ganz cool, wenn ich das da reinmachen könnte. Aber das wird ein schwieriges Unterfangen. Das fängt beim Wenden schon an hier. Warte mal, am besten wäre natürlich, wenn ich das hier irgendwie zumachen würde. So, dann hätte ich da schon ein bisschen mehr Platz. So, wir schaffen das. Keine Angst. Jawohl.
Und somit haben die Schweine ein bisschen Mais. Okay, nicht viel, aber ein bisschen. Wasser brauchen sie auch schon wieder. Und, oh, meine Güte, die sollen mal lieber ein bisschen Gülle produzieren. So, aber ich würde sagen, ich fahre mit den Ursus Wasser. Weil dann könnt ihr nämlich bei den Kühen noch sauber machen. Das Ding hat gar keinen Scheibenwischer. Was ist denn da los? Das ist aber fast gar nicht dreckig hier. Eigentlich muss die Tür hier hinten zu. Genau. Und da können sie eigentlich rumrennen, die Kühe. Und hier können sie ausbrechen. Und da wäre Licht. Und da wäre es aus. So, nach so vielen Runden hier gedreht. Mal gucken, der Anhänger sollte eigentlich nebenan stehen hier. So, er ist definitiv zu groß. Ich hätte doch den Set hier nehmen sollen. Aber ich dachte, ich nehme gerade den mit dem Frontlader, dann kann ich wenigstens noch die Kühe sauber machen. Am Morgen. So, bergab läuft aber nicht schlecht.
So. Er tut auf jeden Fall mal das Wasser abladen. Genau, wir koppeln jetzt aber auch ab. So, aber den Wasseranhänger. Nimmt der Zetti mit, würde ich sagen. So, und den Grubber, den wollte ich sowieso hier schon lang mal wegnehmen. Der steht hier eigentlich ein bisschen ungünstig. So, jetzt habe ich gesehen, es wären sogar noch einige zum Grubbern. So, 35. Ah, das ist da hinten. Das könnten wir eventuell finden. Wie gesagt, ursprünglich wollten wir hier auf das Feld Kalk machen. Hätte ich wahrscheinlich auch vorher machen sollen. Definitiv. Aber bei dem Wetter ist es mal schlecht mit Kalken. Das verklebt nachher alles bloß. So, ich hoffe, das Feld ist nicht allzu nass, damit wir da auch mit dem ZD drauf können. Sonst haben wir dann gleich mal ein Problem. So, jetzt hätte ich gemeint. Ah. Es wäre das hier. Okay. Ah,
Ah, das geht. Ist noch nicht allzu nass. So, eigentlich sollten wir das Vorgewende erst zum Schluss machen, aber irgendwie ist es hier, bin mir noch nicht sicher, wie ich fahren soll. So, bergauf hier mit der Scheibenegge ist ein bisschen zu schwierig fast. So, geht doch länger, so ein Feld zu grubbern, wie ich dachte. Ich dachte, für das bisschen Geld kann das Feld ja bloß winzig sein. Bei dem Sauwetter
mit der Scheibenegge hier auf dem Feld schlägt der Zetti sich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. So, meine lieben Freunde, würde ich sagen, der osteuropäischen Landwirtschaft. Ich werde mal hier noch ein bisschen weiter pflügen. Ja. Mit der Scheibenegge hier das Feld bearbeiten. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal bei besserem Wetter. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.